Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Und wie immer vorher die Bitte, ein wenig Ruhe einkehren zu lassen und nach Möglichkeit relativ wenig mit Tellern und Besteck zu klappern, während wir hier... Ja, man kann ja auch ein bisschen warten. Nicht so laut schmatzen, nicht so laut klappern, dann geht das. Das muss auch nicht sein. Also, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich unseres Spiels gegen den SC Pfullendorf. Ein besonderer Gruß gilt wie immer unseren Gästen, heute dem SC Pfullendorf und den Mitarbeitern von Presse, Funk und Fernsehen. Wort und Mikro übergebe ich nun an den Gästecoach Stefan Beierl. Bitte schön. Ja, also von meiner Seite erstmal, verstehen Sie mich alle? Ja, schrei ich halt ein bisschen. Also, naja, Spaß ist mir nicht unbedingt zur Mode und ich würde es auch Sie bitten, da ein bisschen Verständnis dafür zu haben. Erstmal Gratulation natürlich an meine Kollegen und die Hamburger Mannschaft. Aufgrund der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, war natürlich der Sieg verdient, wobei die Höhe, das war natürlich, wie man auf, bei uns sagt, der richtige Watschen. Wir wussten um die Spielstärke unseres Gegners und wir wussten, dass wir nur bestehen können, wenn wir disziplinierten Fußball spielen und so auftreten wie in den ersten 44,5 Minuten. Ich denke, man hat im Stadion auch mitbekommen, es waren dann auch schon vereinzelt Pfiffe da, die Mannschaft wurde da auch von Einzelnen von außen angegangen. Es wurde zweimal gewechselt in der ersten Halbzeit schon. Das sind für mich dann Signale, dass wir dann nicht alles falsch gemacht haben können. Und unser Problem, das wir halt im Moment haben, ist halt dann das, wenn dann ein individueller Fehler dazukommt, beziehungsweise wir ein Gegentor kriegen. Und die Gegentore fielen natürlich für uns zum sehr ungünstigen Zeitpunkt direkt vor der Halbzeit und dann im 47. Das ist dann natürlich für unsere Situation, für die Spieler ein K.O.-Schlag und von dem wir uns im Moment einfach nicht erholen und auch nicht erholen können. Ich habe vorher noch angesprochen in der Mannschaftsbesprechung, dass wir uns bitte nicht auskontern lassen sollen, dass wir da immer eine Kontersicherung haben, dass wir da immer ein Auge drauf haben, weil das wäre natürlich dann tödlich und das war es dann halt im Endeffekt auch, wenn wir Tore kriegen, die aus Kontern im gegnerischen Stadion dann resultieren. Und das darf uns nicht passieren. Also von daher, wir müssen schauen, dass wir relativ schnell, wieder ein Erfolgserlebnis erzwingen. Das war heute natürlich gegen so eine spielstarke Mannschaft dann nicht mehr möglich. Ich sag mal, wenn wir das 2-0 machen, läuft das vielleicht auch ein Stück weit anders. Wir hatten in der ersten Halbzeit wirklich gute Konterchancen und haben mit Tommy Weller, der das 1-0 macht, die Riesenchance zum 2-0. Wer weiß, wie es dann ist, aber hätte, wäre, wenn und aber, ist im Fußball völlig scheißegal. Sondern es war dann halt so, dann kriegen wir es 1-1 und dann können wir uns nicht erholen. Und das war dann eigentlich auch bitter zu sehen, wie dann der eine oder andere sich hat hängen lassen. Aber nach so einer Niederlage kann es eben im neuen Jahr nur aufwärts gehen. Das ist das Positive, was daraus ziehen muss. Die Hamburger haben eine sehr gute Mannschaft. Das habe ich meinem Trainerkollegen auch vorher gesagt. Und eine sehr spielstarke Mannschaft. Und ich denke, dass wir die Hamburger auch noch weiter oben sehen werden in der Saison. Und ich wünsche auf jeden Fall alles Gute und allen frohe Weihnachten. Und hier keinen Zwist, dass sie sich gegenseitig anschreiben müssen. Und gute Heimfahrt für uns dann. Vielen Dank. Und ich gehe gleich weiter zu unserem Trainer Christian. Bitte schön. Das Spiel war, glaube ich, 3 Minuten alt. Und ich musste mich an die Worte meines Trainerkollegen erinnern. Wir wollen hier möglichst ein schnelles Tor machen, hinten das Tor vernageln und dann auf Konter kommen. Und leider Gottes, für uns ist das Spiel auch so gekommen. Wir waren unaufmerksam, haben den Ball schon den hohen Ball nicht geklärt, verursachen dann Freistoß, der geht dann auch noch richtig gut geschossen rein. Und dann
werden wir unsicher. Dann läuft es im Spiel auf einmal komplett anders, wie du dir das vorstellst. Und wir sind fast nahtlos an der ersten Halbzeit in Koblenz. Muss dann wirklich zugeben, haben dann Glück, dass wir sogar nicht das 2-0 bekommen. Hat dann gut bis zur 35 Minute gedauert. Wir haben dann auch recht schnell zweimal gewechselt. Dann hatten wir ein, zwei vernünftige Aktionen. Machen dann noch das 1-1 mit dem Halbzeitpfiff. Allerdings muss ich dann noch sagen, dann bin ich jetzt mit dem Gefühl reingegangen. So, jetzt fällt so ein bisschen der Ballast bei der Mannschaft von den Schultern. Dieser Druck, oje, es gibt ein Déjà-vu, es wiederholt sich wieder. Und zweite Halbzeit haben wir dann zwar mit dem Anspruch, wo wir hingehen, fand ich jetzt kein gutes Spiel, aber wir haben es trotzdem phasenweise gut gemacht und haben dann auch genügend Torchancen, riesen Gewinn das Spiel. Allerdings erst aufgrund der zweiten Halbzeit dann verdient. Meiner Mannschaft muss ich trotzdem auch hier mal an der Stelle auch ein Kompliment machen. Wir sind mit Sicherheit ein sehr kritisches Trainerteam, die fast nie zufrieden sind, weil sie gerne immer mehr wollen. Aber man muss als ein Team auch erstmal eine Vorrunde so bestreiten und wir sind deutlich weiter mit der Punktzahl, wie wir es uns erhofft haben, obwohl zwar mehr drin war, aber wir sind trotzdem weiter. Ihnen allen darf ich eine besinnliche vorweihnachtliche Zeit wünschen. Vor allen Dingen wünsche ich mir hier eins in Zukunft, das ist wirklich ein sehr inniger Wunsch, dass wir im Stadion hier auch mal unsere guten Leistungen der Saison mit mehr Zuschauern belohnt bekommen, weil ich finde, nicht nur die Zuschauer, die da sind, die Mannschaft gut unterstützen, sondern insgesamt hätte das mittlerweile auch mehr verdient, weil die Mannschaft jetzt seit 3 Jahren, wo ich hier bin, immer sehr erfolgreich spielt. Und super, super Arbeit. Ihnen allen frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch und bis demnächst. Dankeschön. Vielen Dank, Christian. Gibt es von Seiten der Presse Fragen an einen der beiden Trainer? Ralf? Ja, Herr Titz, wir haben schon gemutmaßt auf der Tribüne, ob jetzt in der Halbzeit die Kacheln von den Wänden fallen, wenn Sie mit der Mannschaft reden. Was haben Sie denn gesagt? Sie sind ja rausgekommen und haben Gegner fast überrollt am Anfang der zweiten Hälfte. Ich werde Ihnen nicht sagen, was wir im Wortlaut gesagt haben. Ich kann Ihnen nur sagen, es war kurz und klar und die Mannschaft hat mit der richtigen Antwort darauf reagiert. Deutsche Worte noch. Klare Worte. So, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen allen im Namen des FC Homburg ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommen Sie gut an. Bis zum nächsten Mal und tschüss.